Servus Leute, heute habe ich zwei Raids für euch von meinem zweiten Account und der erste Raid war auf Factory, da habe ich die 25 Meter Kills gemacht, also Tarkov Shooter Part 3 mit der Infanterie Mosin, PMCs auf unter 25 Meter töten, mit PS Ammo war ich unterwegs, einfach plus Iron Sights und ja, ein Headphone und noch irgendeine Rüstung hatte ich glaube ich an und der Raid lief dann echt gut, ich hatte da ein glückliches Händchen und im zweiten Raid war ich dann auf Customs unterwegs in der Nacht und wollte einfach bloß ein bisschen Quest Items looten. Und bin dann zufälligerweise auf die Kultisten getroffen. Die sind ja im Moment recht selten. Ich hatte eine UMP dabei mit FMJ. Und wie ich das Ganze dann gelöst habe mit den Kultisten, nur mit einer UMP, das könnt ihr euch dann anschauen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß mit den Raids. Mann, das wäre mein Kill gewesen. Ist glaube ich. Oder ist da unten Tagila? Jetzt komm, ich weiß, dass du da bist. Nee, hab ich nicht, Bokomo. Ich hab jetzt da auch nicht... Null, da war er. Okay. Den hätten wir schon mal. Der hat es mir Gott sei Dank einfach gemacht. Schade, den hätte ich auch haben können, ey. Ja, er hat auch bloß, ne? Gut. Moment, laden wir mal 5 Schuss rein. Genau, so, zack. Okay. War doch nicht Tagila, ich dachte schon. Wäre vielleicht eh nicht die beste Idee gewesen, ihn hier mit der MP5 zu pushen. Pistolenquest ist so schwer. So. Schauen wir mal, was da oben abgeht. Da kriegen wir noch einen. Jawohl.
2 haben wir. Das ist kein Spieler. Meint ihr, hier ist noch einer? Hello. I'm scared. Weniger als 25 Meter, ja. Deswegen mache ich es ja auf Factory. Alle drei in einem Raid, let's go! Let's go! Raus hier! Oh shit. Oh. Erstmal schießen. So. Wundervoll. Wundervoll. Ey, jetzt sagt mal bitte. Das war doch ein guter Raid. Fuck you! Oh. Wenn das jetzt auf YouTube kommt, oh, 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 oh. 3 Kills unter 25 Meter in einem Raid. Jetzt sagt man nicht, dass das nicht gut war. Richtig nice. Hat keiner gehört, ja, ja. Ja, ja. Wundervoll. Ja, schon vorher. Roshi, schon vorher. Keine Ahnung, wo genau, aber aufs Camp laufen lassen die, glaube ich, nicht mehr. Crackhouse und Fort Knox ist das Ziel. Ja, ist auch meine Lieblingsmaschine, ist die Rudermaschine. Die mache ich immer, wenn ich da bin. Ich glaube, die bringt auch sehr viel.
den Forklift-Key, dann ist es so. dann finde ich ihn und verkaufe ihn. Ohne mit der Wimper zu zucken. Überhaupt kein Thema. Moin, Vidolin. Da, Kultisten! Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab nicht genug Magazine für die Scheiße. Ey, ohne Mist, auf dem Account hier, Kultisten, gestern die Goons auf meinem Main-Account. Was machen Kultisten? Harte Gegner sein, keine Schritte und viel Gear haben. Die haben guten Loot, ja. Das heißt, ich darf jetzt mit 4 Magazinen... UMP ohne Penetration versuchen Kultisten zu killen, die ich jetzt schon aufgeschreckt habe, was keine gute Idee war. Die sieht man so selten. Natürlich, ich hab Bock, ey. Aber es sind 5 Stück. Das wird jetzt heftig, Leute. What the fuck? Ja, tu ich. Ausruft seinen Post FX, wenn ihr meine Nachtsettings haben wollt. Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, ne, aber nicht mit Kultisten. Die sind halt einfach mal nie da. Einfach nie. Die sind oft an der Ecke. Die sind, wenn sie da sind, sind sie immer an dieser Ecke. Die sind auf Customs, können sie nur an dieser Stelle sein. Das Problem ist, ich habe es jetzt schon aufgeschreckt. Das heißt... Die geben mir gleich und die schenken mir gleich richtig ein. Wie oft hatte ich sie auf meinem Main? Ich habe sie bloß einmal gesehen. Gekillt habe ich sie noch nie auf meinem Main. Diesen Vibe. Oh shit. Oh shit. Hier ist die Tür auf. Das heißt, die waren da schon drin oder da ist jemand. Ich weiß es nicht. Große Problem ist, dass ich Ammo machen muss wahrscheinlich zwischendrin. Ich habe bloß... Ich habe zu wenig Max dafür. Einer tot. Die machen halt keine Laufgeräusche. Ich hoffe, dass jetzt hier pushen. Das ist halt das Gefährliche. Du bist im Inventar und du hörst nicht, wie sie an dich ranlaufen.
Zweiter tot. Dritter tot. Die pushen gar nicht. Fünf sind es insgesamt. Da ist noch einer hier. Tot. Einer noch. Namen Dexter. Oder hockt er. Alle tot. Let's go. Das war ja wohl cleaner als gedacht. Gibt's nicht den Priester auch? Ja, es sind vier Wachen und der Priester. Der Priester war schon dabei. Ich hab's ja alle. Da liegen drei. Da ist auch der Priester dabei. Einer liegt hier. Die Waffe von dem hat er schon gelootet, okay? Krass. Hier ist der Priester. Nichts Besonderes, okay. Oh, 60er Max, wenn man braucht, kriegt man hier ganz gut. Was
Was macht der Puls? 170. Keine Ahnung. Nicht so hoch. Und eine Korund-Shit, die würde ich gerne mitnehmen. Ah, das war UMP mit, wie heißt's, mit FMJ-Ammo. Dafür lief es eigentlich ganz gut. Hätte schlimmer sein können. Leider keine großen Keycards oder so, ne? Aber das erste Mal Kultisten. So. Und ordentlich BP-Ammo, so viel ist mal sicher. Hatte der jetzt das Getriebe dabei? Selbstverständlich. Ach, scheiß mal auf BP. Was ist unbedingt? Passt perfekt, da geht noch Ding rein. Ach du Scheiße. So rund. Oh. Auch noch schnell nach dem Ding schauen. Nach dem Intelligence. Auf geht's. Komm schon. Ich denke, da brauchen wir nicht. CMS. Hightech. Okay, wird jetzt interessant. Weil wir wiegen irgendwie 800 Kilo, da rauszukommen. Essen, trinken. Sehen, Moment. Uns noch schnell was. Ja, oder auch nicht. Hey, Game Launcher. Der Mule fehlt. Ja, kein Spaß, Frontschnitzel. Du hast recht. Ich habe doch extra einen gekauft. Ich habe ihn bloß nicht eingepackt. Lob an mich an der Stelle. Grandios. Grandios. Jetzt noch die Goons. Weiß nicht, ob die... Also eigentlich müssten die ja kämpfen, wenn die Goons auch da wären.
Das mit dem Alter, ja, ja. Deadline, du kennst dich da aus, ich glaub dir das. Oh mein Gott. Wie viel? 62 Kilo. Bekämpfen die sich gegenseitig? Also eigentlich schießen die Goons auf alles, was auch AI-mäßig auf der Map ist. Beste Methode, um uns vor Nox zu pushen, übrigens. La la la. Das ist so nervig, ja. Ist das scheißegal? Scheißegal, was ist. Ich droppe jetzt hier unten mein Backpack. Wir machen den Strom an, oder ist der Strom vielleicht an? Nee. Es muss echt erholsam sein, dass man hier Ausdauer regeneriert. Vollkommen überladen zu kriechen. Ne, besser ging's gar nicht. Keine Ahnung. Doch, ich lief echt in geduckter Haltung. Stimmt. War noch von vorhin. Was für Ratten ballern hier ein? Es sind ja nicht ihre Leute. Die Goons sind ja USAC Rogues. Und die Kultisten sind Kultisten. Andere Fraktion. So, hier ist eh nicht offen, von daher genau richtige Entscheidung. Ja, die anderen Scavs sind halt auch Scavs, ne? Keine Rogues. So.
Ja, war genau das Richtige, den Backpack zu droppen und dann Strom anzumachen. Alles andere wäre vollkommener Quatsch gewesen. Besonders, weil hier Old Gas nicht offen ist. Oh, Licht aus. Da aimt jetzt einer von oben auf mich. Naja, war doch ein guter Raid. Kann man nichts sagen. Endlich mal die, die Kultisten erwischt. Auf meinem Main-Account habe ich sie noch nie gekillt. Und jetzt halt hier, ne? Auf dem zweiten Account läuft's. Erst bei 15.000 XP. Shrek und seine vier Sektanten, ne? Und das alles mit einer FMJ-UMP. Ganz okay, oder? Was denkt ihr?